Marco. Warte. Wait a Marion. Oi. Und damit grüß den Kleinen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorneweg, alle Leute, die mich in letzter Zeit gefragt haben, warum ich ein Deck crack, ich weiß es selber nicht, es schaut geil aus und ich mag das halt nicht, wenn ich ein altes Deck habe, man nicht immer ganz sicher sein kann, ob es das aushält. Und dann filme ich es lieber Cracks, habe einen geilen Clip und bin auch sicherer beim Skaten. Jedenfalls will ich Ihnen heute mein One Year Skate Progression zeigen. Also es ist nicht einmal genau ein Jahr, es ist fast genau ein Monat und ein Jahr. Jedenfalls werde ich nebenbei mein neues Deck setupen und werde Ihnen einfach ein wenig so zeigen, was ich in meinem Jahr, also in dem Jahr, alles gelernt habe beim Skaten. Und angefangen hat die ganze Geschichte damals in März, glaube ich, war das. Da sind wir mit Dave und mit der Musi, haben wir da einen Ausflug gehabt, einen Musi-Ausflug nach Wien. Und da haben ich und der Dave halt haben beschlossen, dass wir anfangen wollen ins Skaten, weil es einfach, weil wir für den Winter die Community nicht verlieren wollten, was wir beim Skifahren auch gehabt haben. Und jedenfalls haben wir da ausgemacht, dass wir ins Skaten anfangen. Eine Woche später habe ich mir oft mein erstes Deck bestellt. Und dann haben das Ganze angefangen bei meinem Papa in der Halle. Da habe ich die ersten Ollie-Versuche. Ich spüre euch gleich wie beim vorletzten Video die Clips wieder im Hintergrund ein. Also da habe ich meine ersten Ollies versucht. So schaut mein erster Ollie aus. Und dann habe ich genau da, wo wir jetzt sind, in der Kurve, habe ich oft zwei Wochen später meinen ersten, ich sage mal, nennenswerten Ollie geschafft, der ein wenig schon mit der Hinterachse in die Luft gegangen ist. Und dann habe ich im ersten Monat, also ich werde das Ganze auch nach Monaten gliedern, habe ich auch meine ersten Ollies über ein Stecken probiert. War nicht immer ganz erfolgreich, aber am Anfang beim Skaten haben wir halt noch nicht so viel können. Vom zweiten Monat habe ich nur einen Clip, da wird mein Ollie einfach hecher. Also die ersten paar Monate haben wir eigentlich nicht mehr Tricks wie Ollie geübt die ganze Zeit, weil das ist so quasi der Basic Trick beim Skaten. Jedenfalls im zweiten Monat habe ich nur einen Clip von meinem Ollie. Und im dritten Monat haben wir oft angefangen auch Obstacles zum Skaten. Also da war der Eli, der steht jetzt hinter der Kamera. Damn. Der hat da als erstes geschafft auf einer Paletten auf zum Holen. Und da gibt es auch einen Clip davon. Dann habe ich das erste Mal daheim auf der Wiesn Kickflip gestanden. Also ich bin kurz drauf gelandet, aber ich habe halt leider keine Aufnahme davon. Dann habe ich auch angefangen, immer mehr Obstacles zum Skaten bei uns am Hauptplatz in Ort. Da gibt es beim Spar gibt's so ein Gap, eigentlich beim Schnäppchenshop, aber die stehen beim Spar auf wie halt. Da gibt es so ein 1 Meter Gap, die habe ich schon im dritten Monat Skaten geschafft. Dann im vierten Monat habe ich meinen ersten Kickflip auf einem Video gestanden. Da waren wir mit Esid beim Krakau Fußballturnier. Und da habe ich auch meine erste Dreier Stair geholt. Stairs holen war immer schon so ein wenig mein Ding beim Skaten von Anfang an. Das taugt mir recht. Und dann habe ich im ersten Monat auch mein zweites Deck gecrackt. Ich weiß gar nicht, mein erstes habe ich mir aufgehalten. Also ich weiß nicht, wann das fertig geskatet war. Jedenfalls habe ich mir das aufgehalten, weil das möchte ich in mein Zimmer aufhängen, so als Erinnerung. Nach 5 Monaten Skaten haben wir auf die Sommerferien angefangen. Da bin ich als erstes Mal über den Menschen drüber geholt. Shoutout an den Grundner. Und dann sind wir, ich und der Dave und der Schwab, sind nach Bratislava gefahren. Zu so einem Skate-Trip quasi, meine Oma besuchen. Und da habe ich das erste Mal bei so einer kleinen Ledge habe ich einen 50-50 versucht, habe ihn nicht ganz hingekriegt. Und ein paar Wochen später habe ich in Lierzenhof bei einer größeren Ledge
habe ich auf meinen ersten 50-50 auf Video gelandet. Dann bin ich auch noch ein Gap bei uns in Ort geholt, wo ich von Anfang an eigentlich schon, also von Anfang an, wie ich zum Skaten angefangen habe, wollte ich diese Gap schon mal hupfen. Und eigentlich war es zu gewesen, dass ich einen Kickflip drüber mache. Das ist mir oft nicht so ausgegangen, weil Kickflip da noch ziemlich schwer war für mich und das da eine große Gap zum Holen war. Jedenfalls bin ich die Gap drüber geholt und dann waren wir auch noch einen Nachmittag mit dem Hauser und mit Dave waren wir skaten beim Skatepark in Bad Aussee. Und da habe ich meinen ersten 2er-Block geholt. Also ist ungefähr so groß wie ein 5er-Stair und gleich über die Straßen neben dem Skatepark gibt es auch noch ein 5er-Stair und nach 5 Monaten Skaten habe ich meine erste 5er-Stair geholt und da gelandet. 6 Monate Skaten, also im August vorigen Sommer, bin ich auf Mitte Sit nach Dublin und dann nach London geflogen. Und da hat es so ein 3er-Stair gegeben, also es war nicht ganz ein 3er-Stair, so ein 2,5er-Stair kann man sagen. Da gibt es ein paar Skate-Clips und dann habe ich auch so einen Spot in Wexford dort, also da sind wir auf dem Weg nach Wexford, also das ist in der Nähe von Dublin, da sind wir gefahren, da war ein ganz nicer Spot. Da bin ich auch ein wenig geskatet und dann habe ich auch noch einen Kickflip, also ich weiß nicht genau, welcher Teil des Hafens in Dublin das war, aber da war halt so ein Skate-Verbotsschild und ich war so ein krasser Gangster und habe einen Kickflip trotzdem gemacht. Und dann habe ich auch das erste Mal die größere Box in Lierzen 50-50 geschafft, weil zuerst habe ich immer nur die kleinere geschafft. Und dann habe ich im August hab ich auch noch meinen ersten 50-50 Front Shove It Out geschafft. Nach 7 Monaten habe ich auf den September, wie die Schule wieder angefangen hat, habe ich meinen ersten 5-0 Grind gelandet. Und habe auch bei uns, bei der Berufsschule in Aigen, habe ich auch einen 4er-Stair fast geschafft. Also ich würde nicht sagen, dass ich es geschafft habe, weil ich einen ziemlich argen Toe-Track, was man zwar im Video nicht sieht, gehabt habe. Aber jedenfalls habe ich einen 4er-Stair geholt. Und dann sind wir mal nach der Schule, kann ich mich noch erinnern, da bin ich mit Jansch nach Schladming Skatepark gefahren. Und davor haben wir noch die Gap beim Hofer geskatet, also beim alten Hofer. Jetzt haben sie ja schon einen neuen gebaut und da bin ich komplett eingefahren. Da ist der Clip davon. Und dann waren wir halt 2 Tage hintereinander in Schladming skaten, da haben sie ein paar nice Clips ergeben. Dann gibt es noch ein paar Aufnahmen von Lierzner Skatepark. Nach 8 Monaten bin ich das erste Mal nach Salzburg ins Cage skaten gefahren. Da habe ich bei so einer Box Kickflip over geschafft und wollte auf bei der 3er-Stair wollte ich auf einen Kickflip over schaffen. Ist sie aber oft wieder nicht ausgegangen, weil ich Kickflip einfach noch nicht so rein gehabt habe. Im November hat uns oft mein Papa ein Manipad gebaut, also da habe ich vermehrt oft Manuals gemacht. Habe auch einen ersten 50-50 auf einer Rail geschafft beim Dave daheim, also ich habe nicht die ganze Rail geschafft, aber so 2-3 Meter oder so. Und dann war ich im November auch noch in Bratislava, habe meine Oma besucht und habe in Bratislava am Skatepark noch ein paar nice Clips aufgenommen. Nach 10 Monaten habe ich nur einen Kickflip in Slow-Mo
Ich habe da, glaube ich, deswegen nicht so viele Clips, weil oft Winter gewesen ist und wir oft vermehrt Skifahren da haben. Und dann kommen wir auch schon zu 11 Monaten Skaten. Da war ich nach dem Winter das erste Mal wieder in Cage. Vorgenommen hätte ich mir wieder, dass ich die 3er-Stair Kickflip, ist mir wieder nicht aufgegangen. Und da habe ich auch das erste Mal meine eigene Kamera mitgehabt und habe einen Kickflip, die Ramp auf oder die Hip, keine Ahnung, beim Cage gemacht und da schaut mein Gesicht ganz cool aus. Und dann kommen wir auch schon zu einem ganzen Jahr Skate Progression. Im 12. Monat habe ich oft Showit für Manipad gemacht und einmal Kickflip aufgestanden, das erste Mal auf Kamera. Dann ist halt auf die Corona-Krise gekommen, dann war ich öfters auch daheim skaten bei uns im Berg auf. Da habe ich einen Kickflip und einen Heelflip gelandet. Und jetzt bin ich die meiste Zeit durch Skaten. Ich würde sagen, mein Deck ist jetzt auch schon fertig gebaut. Das mit dem Grip ist sicher noch verbesserungswürdig. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach einmal alle Tricks, die auf Flat Ground so halbwegs gut kann oder ziemlich nah dran kommen. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit den ganzen Tricks. Und was ich noch vergessen habe, bevor ich die ganzen Tricks mache, man muss mit einem eigenen Board, macht man eigentlich so, das machen alle YouTuber, keine Ahnung, machen einen Kickflip-Test und dann würde ich mal schauen, ob man das Board First Try Kickflippen schafft. Wow! Nice! Ja, okay, dann viel Spaß mit den Tricks! Am Messer mit an! Oh yes, schau mich. Yes. Das waren jetzt alle Flatground-Tricks, die ich so kann. Nicht unbedingt immer gleich auf die Schnelle und so safe, aber das sind so Tricks, die ich schaffe in einem Tag, also in dem Video schaffe ich die zu landen. Und meine weiteren Ziele sind jetzt ganz klar der Backside-Flip, denn wenn ihr das letzte Video schon gesehen habt, den habe ich im letzten Video einmal so halb gestanden. Und habe oft noch auf Insta eine Story gemacht, wo ich ihn ein bisschen besser gestanden habe. Aber ich bringe den ganzen 180 noch nicht zusammen. Jedenfalls muss ich sagen, ist Skaten für mich eigentlich das Skifahren im Sommer geworden. Also bei mir ist es so im Winter, wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Woche Skifahren Pause habe oder Skispringer, egal, dann merke ich schon so, wow, jetzt würde ich schon gern wieder Skifahren gehen. Und genauso geht es mir beim Skaten auch. Also, ich würde es gerne jeden Tag machen, wenn es möglich ist. Nur hier und da verletzt man sich halt oder
es renkt, je nachdem. Mein Style hat sich mit dem Skaten ziemlich verändert. Während mir früher wurscht war, wo ich meine Marken anhabe und wie mein Outfit zusammenpasst, ist mir das viel wichtiger geworden. Ich glaube, dass das einfach damit kommt, dass ich, ja, keine Ahnung, in der Skate-Szene vermehrt unterwegs war und dann auch so einen Style haben wollte. Und eine abschließende Sache, die ich noch mitgeben will, also bei mir war das am Anfang so oft beim Skaten, dass eigentlich ich mehr oder weniger als Erster in Ollie im Stehen drauf gehabt habe. Aber dann, wie gesagt, ist bald einmal der Eli auf besser waren und hat die Paletten holen können. Und das war bei mir so ein Punkt, wo ich ziemlich neidisch geworden bin, dass ich das nicht kann und oft schon fast aufgeben wollte, weil ich schon so frustriert war, dass der Eli das immer schafft und ich nicht. Und zum Beispiel der Dave ist auch so, der hat den Flat Ground, also das Flat Ground zeigt Kickflip und so. Der kann mittlerweile schon Free Flip, nicht ganz safe, aber doch immer wieder. Und da war ich am Anfang, habe ich immer ein wenig auf die anderen geschaut und war mir nicht immer, also war immer irgendwie ein wenig neidisch auf die anderen. Und ich würde euch als Tipp mitgeben, wenn ihr anfängt zum Skaten, schaut immer auf eng, schaut auf engen Fortschritt. Und wenn er auch noch so klein ist, es ist ganz wichtig, dass man sich darauf fokussiert, was man selber geschafft hat und nicht, wer aller besser ist. Weil sonst kommt man ins Skaten nicht weit. Und mittlerweile ist es so, dass ich auf da jetzt auch wieder nicht schlecht mit Dave mithalten kann, weil am Anfang war es so, dass er hat nach 3 oder 4 Monaten hat er den Kickflip wirklich safe drauf gehabt. Und ich habe mehr oder weniger ein Jahr dafür gebraucht. Aber das ist egal, weil jeder braucht mehr oder weniger Zeit. Also jeder braucht unterschiedlich viel Zeit beim Skaten, bis er was lernt. Und ich würde euch ermutigen, wenn euch das auch ansieht, fangt es an zum Skaten, weil das ist eine super Sache. Und bevor ich es noch vergisst, ganz wichtig, möchte ich mich nochmal beim Dave bedanken. Ich blende den Namen da ein. Auf Insta ist er @davidheider6. Und ich möchte mich bei ihm bedanken, das ist mittlerweile der zweite Beat, den er mir gebaut hat, der im Hintergrund von dem Video gelaufen ist. Und ja, folgt ihm auf Insta, supportet ihn ein wenig und wenn ihr was braucht, könnt ihr gerne anschreiben, glaube ich. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ihr vielleicht nicht so Skate interessiert seid. Ich wünsche euch eine frohe Ostern. Für denkt bis zum nächsten Mal.